Und damit hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und weiter geht's mit Aces of the Deep. Die letzten zwei Missionen habe ich damit verbracht, mir die Dokumentation anzuschauen, also dieses Online-Handbuch, was ich ziemlich klasse finde. Nur schade, dass die historischen Informationen nicht abgedruckt sind. Bevor wir jetzt in die Einzelmissionen starten, ich hatte gehofft. Da, Übungssektion, genau. Da ist nämlich unser Tutorial. So, das war's. Das machen wir später. Möchte ich mit euch kurz nochmal in die Ruhmeshalle gucken? Ich glaube, da ist nicht viel drin, oder? Was haltet ihr von diesen Zwischengrafiken? Die sind ja ein bisschen anders wie bei den anderen beiden Aces-Spielen. Mir gefallen sie aber trotzdem sehr gut. Die Schrift und die Buttons, das ist natürlich alles Aces, klar. Okay, hier. Dorische Asse, Otto Kretschmer, da haben wir schon Erich Topp, da haben wir ja schon einige von kennenlernen dürfen. Ich glaube, falls wir was mal direkten Kontakt mit denen haben, schauen wir uns das nochmal an. Ich will die jetzt nicht alle nur runterlesen, weil dann fehlt der Kontext und dann kann man sich das sowieso nicht merken. Ich will die aber auch nicht in Vergessenheit irgendwie geraten lassen. Darum machen wir das direkt, wenn wir mit denen in Kontakt kommen. So, da bin ich jetzt aber gespannt. Das fand ich bei den Aces-Spielen ja immer schon klasse. Kann man das hier noch scrollen? Scrollt das von alleine? Bewaffnung 6, Wasserbombenwerfer, 72 Wasserbomben, ein Hedgehog mit 5 Schuss. Ah, okay. Welche Corvette? Wie heißt die denn? Wurde zu Beginn des Krieges in großer Zahl gebaut. Also wahrscheinlich allgemein, einfach Corvette. Im Handbuch gibt es auch keine Identifikation. Das habe ich mich auch im Nachhinein gefragt. Gibt es ein Identifikationsbuch im Spiel? Ich weiß es nicht. Die sehen, ehrlich gesagt, jetzt nicht viel anders aus wie bei Aces of the Deep, oder? Bisschen detaillierter vielleicht. Aber ich meine, im Endeffekt sehen wir ja eh nur die Silhouetten. Ah ja, okay. Weiter. Regatte Captain-Klasse. Okay, die Fregatte wurde Zerstörer-Eskorten bezeichnet. Die Captain-Klasse war eine gute Mischung aus Geschwindigkeit, Bewaffnung und Ortungsapparaten. Okay, da sind nur die Geschütze werden da nicht aufgeführt. Schießen die nicht mehr als Geschütze auf Boote? Hm. Schaluppen waren langsamer als Zerstörer, aber für den Kampf gegen U-Boote gut ausgerüstet. Die Black Swan-Klasse war am berühmtesten und wurde von Johnny Walker, dem besten U-Boot-Jäger, bevorzugt. Nee. Zerstörer H-Klasse. Ah, okay. Zwischen dem Krieg wurde eine Reihe von Zerstörern gebaut. Die Klasse A bis I. Die H-Klasse war das erfolgreichste Modell der Serie. Der Handklasse. Die Handklasse wurde kurz vor Krieg entwickelt und war für die Fliegerabwehr im Geleitzug vorgesehen. Nationalität wäre jetzt mal ganz geil, oder? Sind das britische Schiffe? Ich meine, ich bin kein History-Buff. Kann ich jetzt so anhand dieser... Aber die haben ja auch irgendwie keine Namen. Hand? Tribal? Die sagen mir alles nichts. Okay. Vier Pfeifer. Also vier Rohr. Das ist... Lend-Lease-Programm verkauft. Aha. Zerstörer V- und W-Klasse. Langstrecken V- und W-Klasse. Leichter Kreuzer Dido-Klasse. Okay, sagt mir alles nichts. Fidschi, das sagt mir was. Town sagt mir auch was. Audacity sagt mir auch nichts. Escortjäger, das hatten wir ja schon mal. Das ist ein umgebauter Frachter wahrscheinlich. Vogue, ja, okay. Ein bisschen größer. Illustris, das ist kein Escortjäger, das ist ein großer. Okay, damit hätte sich auch die Frage geklärt, ob wir den Großen auch begegnen können. King George, okay. Malaya, das hatten wir ja auch schon in den Interviews. Nelson,
Großfrachter, mittlerer Frachter, großes Handelsschiff, mittleres Handelsschiff, kleines Handelsschiff, Großtanker, mittlerer Tanker, leichter Tanker, Tanker. Truppentransporter. Ah, jetzt kommt Flieger. Meine heimliche Leidenschaft, die muss ich ja jetzt vergleichen. Okay, die sehen jetzt nicht so, nicht mehr so. Das Anti-Aliasing hier in den Seiten irritiert mich. Aber okay. Die. Ich meine, die hat man wahrscheinlich aus Aces-Spielen importiert und die Polygone einfach reduziert, oder? Die sehen irgendwie. Ui. So Polygon reduziert sehen die dann doch nicht aus. O-Fighter. Moskito. Kann ich dann näher ran? Genau, die sind direkt aus Aces over Drop, oder? PBY. Ich glaube, da weiß ich gar nicht, ob es das in Aces gab. B17. B24 Liberator. Was hatte ich gesagt, was die B24 war? Lockheed Hudson. Ja. Sunderland. Ah, jetzt kommen U-Boote. Typ 2 U-Boot. Typ 7. Falls ihr euch gefragt, was das hier oben war, ich glaube, das waren so. Das war zum Schneiden von Fangnetzen, U-Boot-Netzen. Das ist der Typ 9. Wie, weiter geht's nicht? Ah ja, das kommt ja erst mit dem Add-on. Was ich übrigens gefunden habe, könnte man nochmal machen. Okay, damit hätten wir uns das alles auch angeschaut. Und ich denke, wir können jetzt mal endlich in die, sagen wir mal, historischen Missionen gehen. Das hier sind einfach so Missionen, die ich mir wie bei Aces auch aussuchen kann. Das sind die U-Boote, die wir wählen können. Was schon viele sind. Und ich will auch... Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass ich es toll finde, dass man hier eine richtige Mission machen kann. Also so eine richtige Karriere machen kann. Deswegen wollte ich das auch machen. Unbedingt machen. Okay. Dieses einfache Gleitzugübung macht sie mit den wichtigsten Eigenschaften der Simulation bekannt. Nachdem sie den Einsatz erfolgreich beendet haben, sind sie bereit für die gefährlichen Einsätze. Der Gleitzug befindet sich genau westlich von ihnen. Realismus. Begrenzte Munition an. Torpedoversager natürlich. Langsames Nachladen. Realistische Reparatur. Batterie leert sich. Begrenzter Treibstoff. Schaden am Boot. Die schießen eh nicht zurück. Machen wir an. Beschränkte Sicht auch. Gefechte. Was ist denn normal? Mittel erstmal, ne? Navigation auf jeden Fall Experte. Realismusfaktor. Was denn Autowahl? Achso, damit kann es ist Vorauswahl. Okay. Annehmen. Situation wird geladen. Nein. Oh. Erster Wachoffizier. Sicherungsschiff gesichtet. Peilung 3, 5, 6. Kann ich Pause machen? Seerohrtiefe, SP. Okay. Ich nehme jetzt mal das Handbuch zur Hand. Was? Was hat er gesagt? Okay, also. Missionseinstellungen, das haben wir gemacht. Zentrale. Da sind wir nicht. Das ist die Zentrale. Kurs 254 Geschwindigkeit, 6 Knoten Tiefe, 13 Meter. Wuck, keine Ahnung. 99 Beschleunigung. Das ist die Zeitbeschleunigung. Wie mache ich die denn langsamer? Ich will keine Zeitbeschleunigung. Muss ich erstmal auf Seite... Ich habe mir das gemerkt. Auf Seite 70 ist die Tastaturschablone. Zeitbeschleunigung plus Zeitbeschleunigung normal 1. So, das ist 1. Gut. Kann ich noch Minus machen? Noch weniger? Nee. Kann nicht Pause machen. Oh. Okay.
Letzte Nachricht wiederholen ist Rücktaste. Seerohrtiefe. Alles klar. Musik an, aus ist Steuerung M. Simulationsmenü Steuerung O. Das war, glaube ich, die Option. Ah ja. Deutsch. Torpedo-Bildschirm an. Automatisches Laden. E. Ruhiger Ozean aus. Statuszeile an. Spiel laden, Spiel speichern, Einsatz. Ah, man kann. Ah, okay. Klar, hinterher für die. Das konnte man ja bei Aces nie. So. Die Zentrale. Um sich schnell mit der Zentrale vertraut zu machen, bewegen Sie die Maus links und rechts durch den Raum. Sie können den gesamten Einsatz mit der Maus steuern. Viele Befehle können Sie auch über die Tastatur erteilen. Es erscheinen Bezeichnungen wie Torpedo. Ja, genau. Wir machen das jetzt einfach. Ich mache das einfach. Also hier ist das Torpedo-Zielgerät. Hier geht's zur Brücke. Hier geht's zu den Torpedos. Da steht extra Luke dran. Ah! Moment, das ist aber jetzt. Also das ist. Das wird hier so nicht erklärt. Hier steht nur Luke. Funk, Logbuch, Torpedos. Alles klar. Das ist das Seerohr, welches wissen wir nicht. Das ist wahrscheinlich das Beobachtungs. Weil für das Angriff müssen wir ja auf die Brücke, oder? Maschinentelegraph, Geschwindigkeit, genau. Okay. Hat angehalten, das ist die Geschwindigkeit, ne? Ja, das ist die Geschwindigkeit. Das ist der Kurs, oder? Das ist der Kurs und das ist die Ruderstellung. Ja, okay. Die beiden hat man immer zusammen. Was ist das? Das ist die Tiefe. Okay, das ist die Tiefenruder. Und das ist die richtige. Alles klar. Kann ich immer mit rechter Maustaste raus hier? Ah, sehr gut. So, okay. Dann das Torpedo-Zielgerät. Das ohne den Torpedo hilft das nicht. So, jetzt können wir hier nochmal Funk gucken. Kein Logbucheintrag, okay. Zurück zur Brücke. Das gleiche. Nee. Okay, Logbuch ist noch was anderes. Deckgeschütz 220 Schuss. Bolts haben wir keinen. Tonnage auf diesen Einsatz 0. Okay. Sind die. Ah, das ist echt. Also, das hier ist ziemlich viel. Das muss man natürlich dann rausfinden. Aber ich glaube, hier unten kann man das auch. Okay, das ist die Schaden. Torpedos Typ 1, Reichweite 12 Kilometer, Reichweite 5 Kilometer 30, läuft geradeaus, ist Dampf und der ist elektrisch. Okay. Also der hier hinterlässt eine Spur und der halt nicht. Dafür ist die Reichweite kürzer. Alles klar. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, welche davon geladen sind. Sind das äußere Lagerungen? Da muss ich bestimmt auftauchen, um die zu laden. Okay. So, ah ja. Leitender Ingenieur. Seerohrtiefe Alarmtauchen. Alle Tanks aufblasen. Ah, Schadensmeldung. Ah, dann kann ich hier auch sagen, leitender Ingenieur, verbleibender Sauerstoff. Wir haben noch reichlich Sauerstoff. Okay. Kann ich hier wieder, komme ich immer zur Brücke zurück. Okay, Maschinenraum. Batteriespannung. Scheint noch gut zu sein. Maschinenraum, Treibstoffvorrat. Auch noch gut. Das? Eine Uhr? Tatsache, das ist eine Uhr, glaube ich. Also, das ist eine Stoppuhr, glaube ich. Und das ist halt die Uhr für die Zeitbeschleunigung. Okay. Gut, dann. Wir sind zu tief, Herr Kaloin. Der leitende Ingenieur, Seerohrtiefe. So. Wie komme ich jetzt? Achso, muss ich hier. Da sind die Wellen, die so gelobt wurden. Okay, ich sehe hier im Moment nichts. Das ist die Vergrößerung.
1,5 oder 6-fach? Ich glaube, die Musik geht mir jetzt schon auf die Nerven. Geht euch das auch so? Ich würde lieber Wellenrauschen hören. Ah, hier, das ändert sich immer, ne? Dass man hier immer die wichtigen Informationen hat. Ah, ja. Wie komme ich denn jetzt zur Karte, auf der ich eben war? Ist die hier? Seekarte. So. Die ruckelt aber. Wie kann ich denn hier einen Kurs anlegen? Geschwindigkeit, Tiefe 12, Kurs 225. Aber ich hätte gerne einen Cursor, der mir anzeigt, wo der Kurs ist. Okay. Gut. Ich glaube, ich sollte mal auftauchen. Auftauchen. Tut mir leid, Herr Kaloin, das geht im Moment nicht. Was? Warum nicht? Ah, da ist ein Ziel. Da ist auch ein Ziel. Ich mach mal die Musik aus, damit wir den Sound hören. Das ist nicht unser, glaube ich. Weil unsere Maschinen sind aus. Da ist das Ziel. Ändert nichts hier, ne? Okay. Auf die Brücke wollte ich, weil... Kann ich nicht auftauchen, weil das Zero noch ausgefahren ist? Das könnte sein, ne? So, geht das jetzt? Fuck, warum nicht? Ach, weil ich aufgetaucht bin. Okay. Sag das doch. Okay, das sind die Geschütze. Oh, das sieht schon sehr komisch aus, oder? Uiuiui. So, eigentlich müssten da ja die... Ah ja, müssten da ja die Schiffe irgendwie auftauchen, tun sie aber nicht. Ne. Ist das relativ zum Schiff? Nein, ne? Ah. Was ist das? Kleine, halbe, große? Die Zeitbeschleunigung ist immer noch an. Okay. Ich weiß nicht, was dieses Gritz... Okay. Die Kalt 11. Warum diese Ansicht ruckelt, das weiß ich nicht. Ich glaube, das hier ist sowieso die Sichtreichweite, oder? Deswegen sehe ich da auch noch nichts. Das heißt, eigentlich volle Fahrt. So, während wir dahin tuckern, also, können wir ja mal gucken. Klicken Sie von der Brücke aus auf die Uhr. Die Uhr gibt die Zeit in 24 Stunden und ermöglicht Ihnen die Zeit zu beschleunigen. Dieses hier? Ah ja. Rauchsäulen am Horizont, Herr Kaloin. Peilung 14. Oh ja, oh ja. Ist jetzt noch Zeitbeschleunigung an? So, okay. Das sind aber reichlich Schiffe. Kann ich die jetzt sehen? Ja, sehen kann ich die. Kann ich da eine Info drüber haben?
Okay. Prachter. Ich habe einfach I gedrückt. Okay. Kann ich hier... Nee, die Ziele hier ändern kann ich, glaube ich, nicht. Okay. Enter ist Eingabe. Das hätten wir... Hätte ich wissen müssen. Taktische Karte. Drücken Sie F5, um zur taktischen Karte zu kommen. Während Sie den Gleitzug beobachten, während Sie sich nähern die Karte, ermöglicht es Ihnen, die Zickzackbewegung des Gleitzugs, seinen Generalkurs und die Entfernung zu bestimmen. Wenn Sie die Karte vergrößern, können Sie außerdem erkennen, wo sich die größten Ziele und die Sicherungsschiffe befinden. Klicken Sie dazu auf das Vergrößerungsglas. Mit Hilfe der Kompasstaste können Sie Ihren Abfangkurs genauer einstellen. Die Kompasstaste. Der hier? Gewünschter ja. Kurs liegt an, Herr Kaloin. Das ist das Bruder. Aber scrollen kann ich hier nicht. Nee. Kann ich hier auch I drücken? Ja, ist ein Frachter, okay. Sind alles Frachter. Richtig? Ja. Das hier sind die Eskorten. Okay. Klicken Sie auf die Globustaste rechts, so gelangen Sie zur strategischen Karte. Globustaste rechts. Ah ja, okay. Klicken Sie jetzt einfach wieder auf den Globus, um zur taktischen Karte zurück. Achso, das ist jetzt nur eine kurze Klärung gewesen. Sind das Rote da? Oh ja, doch, doch. Ich glaube, wir können doch auf der ganzen Welt hin und her reisen. Sehr witzig. Festlegen Kurs weiter. Okay, so kommen wir jedenfalls wieder zurück. Während Sie sich dem Gleitzug nähern, können Sie direkt zwischen der Karte F5 und dem Fernglas hin und her schalten, um Zielkurs und Entfernung zu überwachen. Am besten bringen Sie sich in sichere Entfernung, etwa 5000 Meter. Haben wir noch ein bisschen Zeit. F3 ist Fernglas, ne? Ja. F5 ist dann wieder die Karte. Okay, das ist... Das ist der Kurs relativ vom Boot. 15 Grad vom Boot. Das macht ja auch Sinn für die Torpedo-Messung. Weil unser Kurs ist 262, aber hier ist ja der Kurs irgendwie 15 oder so. Ist hier nicht angezeigt? Okay. Okay. Dann nähern Sie sich von der Seite, bis Sie... Angriffsreichweite unter 1000 Meter. Denken Sie daran, dass Sie die Richtungsangaben des Fernglas relativ sind. 90 Grad bedeutet, dass sich das Ziel 90 Grad an Steuerbord befindet, abhängig vom Kurs Ihres Bootes. Genau, das haben wir ja gerade rausgefunden. Wenn Sie in der Nähe des Ziels sind, klicken Sie auf die Uhr, um die Zeitbeschleunigung wieder auf Faktor 1 normal zurückzustellen. Behalten Sie die Eskorte im Auge. Falls ein Sicherungsschiff plötzlich Kurs auf Sie nimmt, ist Ihr Überraschungsangriff gescheitert. Sie können das Spiel jederzeit mit STRG P anhalten, falls Sie Zeit benötigen, sich zu entscheiden. Okay, aber ich kann hier nicht... Nee. Ich kann nichts machen. Ich habe dann hier wirklich nur die Pause. Alles klar, das ist... Verstanden. Ja, als nächstes ist Zielen. Mit dem Torpedo-Computer. Wir sollen ja seitlich ran. Das heißt, ich würde jetzt hier mal einen neuen Kurs angeben. So. Wenn wir hier so ein bisschen seitlich rankommen. Können wir die Geschwindigkeit beschleunigen. Der Wind liegt an, Herr Kaloin. Ja. Sehr gut. Haben wir immer noch nicht identifiziert, ne? Aber ganz schön viele Schiffe. Bei den Kurs. Echt so. So. Wie weit sind die jetzt weg?
Wäre jetzt erstmal unser Ziel, oder? Tauchen. Gewünschte Tiefe erreicht, Herr Kaloy. Sehen wir hier auch nichts. Das ist auch okay. So. Akustik gibt's hier nicht. Offizier, Flak besetzen, Deckgeschütz, Ziel identifizieren, Schleichfahrt. Horchraum, das wollte ich. Kontakt melden, keine Kontakte. Datenspieler? Herr Kaloyn, Sie haben angewiesen, keine Musik zu spielen. Habe ich? Okay. Sehr tief, okay. Ah. Ich kann noch was hören. Okay. Wie keine Kontakte? Wie könnt ihr da keine Kontakte haben? Wir werden doch angepingt. So. Ziel Tanker. 8000 Tonnen. Das ist wieder das ist auch der relative Kurs, ne? Aber wie finde ich denn den richtigen Kurs von dem Schiff raus? Da muss ich immer dann... Von hier komme ich nicht zur Karte? Fünferkarte. Welches Ziel habe ich denn gerade angewählt? Ah. Okay. Was ist denn Seerohr? F2 ist Seerohr. Ich ein anderes jetzt hier anwählen? Ich will jetzt ein anderes Schiff haben. Seite 70, bitte. Ziel frei wählen ist Leertaste. Nach links, nach rechts, Tiefenruder, rechts, Geschwindigkeit, Alarmtauchen, Treibstoffvorrat, Kurs in Blickrichtung F. Kurs in Blickrichtung F ist, nein. F ist Fuel. Also stimmt das nicht ganz, was im Handbuch steht. Schön. Ist doch, O passt noch. Blickrichtung gleich Kurs. Sehvergrößerung erhöhen. Blickrichtung auf Ziel programmieren. Periskop ein- ausfahren. Blickrichtung auf Ziel programmieren. Alt F2. Ah, okay. Dann T, den Torpedo-Data-Computer. Wenn Ihr Boot sich neben dem Geleitschub befindet, wechseln Sie zur Fernsicht auf der Brücke, bringen Sie ein Schiff senkrechte Fahnenkreuz und drücken Sie die Leertaste. Ich glaube, das habe ich schon. Okay. Drücken Sie die Leertaste. Das Ziel wird dann ausgewählt durch ein rotes Fadenkreuz markiert. Seine Daten werden im TDC eingegeben. Klicken Sie auf die Torpedo-Taste, um die Daten zu betrachten. Ah, okay. Das ist dann der... Gut. Entfernung, Kurs ist 14 Grad. Nee, Geschwindigkeit ist 14, Kurs ist 14 Grad. Die Peilung ist Richtung 80. Okay. Dann richte das Boot. Gleicher Kurs wie Blickrichtung ist H. Okay. Richten wir das Boot drauf aus. Geschwindigkeit, technischer, bla bla bla. Je länger das Ziel, das Fadenkreuz wird immer heller. So. Je länger das Ziel gewählt ist. Das zeigt an, dass die Daten für den Torpedoschutz immer genauer werden. Ihr Wachoffizier gibt Ihnen eine Schätzung über die Größe und den Typ des Ziels an. Das hatten wir eh schon. Tanker 8000 Tonnen, okay.
Um die größte Zielgenauigkeit zu erreichen, halten Sie den Bug Ihres Schiffes innerhalb eines Winkels von 20 Grad zum Ziel, bevor Sie feuern. Um auf ein gewähltes Ziel, das Sie betrachten, zuzudrehen, drücken Sie H. Das haben wir schon gemacht. Dann passt sich der Kurs Ihrer Blickrichtung an. Um die Blickrichtung auf Ihren momentanen Kurs einzustellen, drücken Sie V. Alles klar. Versuchen Sie, das Ziel bis auf 300.000 Meter zu nähern. Da müssen wir noch ein bisschen. Oder aktualisiert sich das nicht? Und zu nähern, um sich im rechten Winkel dazu zu halten, überprüfen Sie den Abschusswinkel mit Hilfe der Karte. Okay, dann gehen wir jetzt noch mal zur Karte. Nein, das ich. Warum kann ich von hier die Karte nicht erreichen? Hier sehe ich jetzt aber das Ziel nicht mehr. Das muss ja dann dieses sein, oder? Warum ruckelt denn hier der Mauszeiger? Warum komme ich hier nicht ans Periskop? Hast du jetzt was gebracht? Jo. Okay. Das hat was gebracht. Das ist wirklich die Vergrößerung. Das ist nicht die Uhr, oder? Nicht die Zeitbeschleunigungsuhr. Okay, wir haben es nicht eilig. Okay. Die sind vorbeigefahren. What the fuck, was ist das denn? Die sind hinter uns. Wer bist du denn? Okay. Die Entfernung ist etwas zu groß. Nee, ist es nicht. Ne? Entfernung 300. Nee, das passt. Okay. Okay, okay, okay. Feuern. Drücken Sie den roten Knopf auf die 1 und 2. Herr Kaloyan, wir können diese Torpedos nicht auf das Ziel abfeuern. Das Torpedogyroskop kann auf diesen Winkel nicht eingestellt werden. Ah ja, ja, stimmt. H musste ich drücken, ne? Vielleicht so? Ah. Ausweichmanöver. So wie ihr erster Aal trifft, wissen die Eskorten, dass sie in der Nähe sind. Versuchen sie schnellstmöglich bei vielen nächtlichen Angriffen frühen Krieg gewöhnen. Langsamer. Ja. Was war das? Liegt der Kurs an? Warum ist der Torpedo-Computer ausgegangen? Der Torpedo ist Beide? Los! Ich glaube, der ist zu nah dran. Der Torpedo ist Was auch immer er sagen möchte. Auftauchen! Auftauchen! Alarm tauchen! Nicht nach unten! Scheiße! Mein Auto ist nicht beschädigt, Herr Kaloyan. Mein Auto ist nicht beschädigt, Herr Kaloyan. Warum ist das beschädigt? Schadensbericht. Horchgerät. Ah, okay. 11 Stunden. Status wird repariert. Keine Horchkontakte. Brauche ich nicht. Tiefe. Auftauchen. Ah, sind aufgetaucht. Wir sind zu tief? Was? Nein! Tiefe 9. 10. Warum tauchen wir denn jetzt wieder unter? Auftauchen. Okay. Vielleicht, weil ich Nottauchen angesagt habe. Okay.
So, können wir jetzt bitte wieder auftauchen? Auftauchen. Danke. Jetzt ist alles schon vorbei. Ja. Wir haben keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt gleich aufgetaucht... Hallo? Aufgetaucht sind? Sehr gering. Wir müssen bald aufladen. Wir tauchen ja auch auf. Boot ist aufgetaucht, Herr Halloin. Boot läuft mit Diesel. Okay. Wachoffizier, Deckgeschütz besetzen. Feuer! Kann ich jetzt, wie war das? Leertaste? Ziel wählen? Ja. Ah ja, die schießen. Okay. Außenansichten gibt's gar nicht, ne? Jawohl. Schießen einfach so. Okay, ist aus Reichweite des Geschützes. Dann nehmen wir ein anderes. Das da. Das kann ich nicht anwählen. Ah. Wer ist das? Wachter, 3000 Tonnen. Amerikanischer Frachter, scheint es. Das hatten wir ja eben in der Dingens auch nicht, dass das angezeigt wurde. Okay, ich glaube, da muss ich nochmal üben. Naja, brennt schon. Sind aber gleich auch durch. Kann ich sagen, was für Munition geladen werden soll? Kontakt in 240. Wieso meldest du nur einen? Ah, sehr gut. Dann den weiter. Funkraum. Wie kein Logbucheintrag. Wir haben noch ein Ziel zerstört. Ich wollte gucken, wie viel das ist. 3000. Ah. Statusbericht, erbitte Befehle, Kontaktmeldung, Kampfergebnis, SOS, Begleitschutz anfordern. Tut mir leid, Herr Kalon, das Funkgerät ist zu schwer. Ach ja, stimmt, das war ja beschädigt. So. Bevor wir jetzt fertig sind, will ich jetzt aber nochmal Wahl der Karriere, Karrierespiel, wollte nochmal tauchen, das haben wir, Beenden des Einsatzes. Jede einzelne Mission, auf der das Schiff zu versenken und zu kommen, ist erfolgreich. Der Einsatz wird fortgesetzt, solange Sie Kontakt mit Feind halten. Wenn Sie Kontakt verlieren oder alle Schiffe versenkt haben, endet der Einsatz. Okay, das heißt, wir müssen einfach das Einsatzgebiet verlassen. Ich meine, die schießen ja auch nicht zurück. So, ist doch gut. Gewünschter Kurs liegt an, Herr Kalloin. Machen wir einfach mittendurch. Full stay in ahead. Okay, und machen die Zeitbeschleunigung an. Ja, weiter. Was soll schon passieren? Okay. Die schießen offensichtlich doch zurück. Oberleutnant versenkt. Wie das alles? Frankfurter Allgemeine. Okay. Ergebnis. Versenkt ein Schiff. Tonnage 3000. Punktezahl 136 im Kampf gefallen. Nee, da gebe ich keinen Namen für her. Das können wir besser. Alles klar. Aber damit, denke ich, hätten wir das erste Mal auch etwas Spiel gesehen in der vierten Folge. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass man sich erstmal in die Bedienungen so reinfuchsen muss. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass ich das Ziel, was ich markiert habe, auch auf der Karte sehe und so weiter. Aber das ist alles... Das sind alles so Quality-of-Life-Features, die ich wahrscheinlich dann von Silent Hunter oder so gewöhnt bin. Ich denke, wir kriegen das schon hin. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen und dann fluppt das. Was mich am allermeisten gestört hat, war, dass diese Übersichtskarte geruckelt hat. Das finde ich irgendwie merkwürdig. Ich bin schon auf 100% Cycles. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie
eine Begrenzung hatte. Ich habe Autocycles 100%. Das müsste eigentlich fluppen wie verrückt und der Rest 3D und so hat ja auch gefluppt. Nur diese Ansicht hat irgendwie geruckelt. Irgendwie ein bisschen komisch. Weiß ich auch nicht. Naja, wir machen auf jeden Fall das nächste Mal erstmal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.